Ja, moin moin hier von der Außenmühle. Ich will heute wieder ein bisschen Brust trainieren und muss dazu sagen, ich war gestern hier im Reha-Zentrum in Harburg, habe da Physiotherapie am Gerät gemacht und ich muss sagen, nach so langer Zeit sowas ähnliches wie ein Gym zu betreten, das war schon richtig geil. Ja, hat mir richtig Spaß gemacht. Ich habe alles gemacht, was ich vorher nicht konnte. Butterfly, aufrechtes Rudern, Beinpresse. Ich merke es auch noch ein bisschen im Bein. Habe aber echt locker gemacht, um mal zu gucken, wie mein Körper so reagiert. Und ich mag diesen Vergleich nicht, so besser als Sex. Aber ich muss sagen, da in diesem Gym zu sein, das war es wirklich. Ne? Alles, was man halt nicht hat, das wird dann interessant. Und muss sagen, da freue ich mich schon auf meinen Termin am Montag. Und jetzt aber genug gequatscht. Warm-up, Liegestütze, so ganz locker reinkommen, ein bisschen aufwärmen. Ich bin hier schon relativ schnell hingegangen. Das soll reichen. Dann wieder die anstrengendste Übung für mich, Dips. Dann werde ich schräge Liegestütze machen, beziehungsweise diese Liegestütze mit Füßen hoch, mal gucken. Und ja, danach noch ein bisschen auspumpen mit Liegestützen und das soll es dann auch gewesen sein. Also ganz locker heute, weil morgen will ich joggen und Montag wird dann mal richtig wieder angezogen, da im Reha-Gym, so gut es eben geht. Die haben natürlich nicht alle Geräte, die ich gerne hätte, aber es ist auf jeden Fall schon ein deutlicher Fortschritt zu meinem Home-Training. Und wie gesagt, da freue ich mich drauf. Und jetzt gleich geht's los mit den Liegestützen. So, ich probiere wieder die Position zu finden, wo ich schön Druck habe auf der Brust und langsam und kontrolliert. Ich lehne mich ein bisschen nach vorne, dass die Belastung auf der Brust noch ein bisschen höher ist und ich konzentriere mich auf die rechte und ja, kurz was trinken, dann nochmal ganz lockeres Anpumpen, möchte ich es mal nennen, und dann geht's weiter. So, das reicht, damit ich noch ein paar Dips schaffe. Da ist echt die Luft raus. Ja, zwischendurch mal ein bisschen dehnen. Müsst ihr fühlen, da wo gut Dehnung auf der Brust ist. Ein bisschen Luft, ich hoffe, sag ich schon, ein bisschen Blut reinpumpen, anspannen. Ja, ich merke schon, wie die Brust prall wird. Ich habe natürlich auch gestern Butterfly gemacht. Oh, das war schön. Kurze Verschnaufpause, Schluck trinken. Und dann nochmal Dips.
Wie gesagt, ich merke schon, das wird heute ein sehr kurzes Workout. Wenn man das überhaupt so nennen darf. Mag ich eigentlich nicht, weil sie mir auf die untere Brust geht, die bei mir eigentlich ganz okay ist, aber ich mache sie heute mal. Ja, da ist echt nicht viel drin. Ich werde beim nächsten Mal probieren, die Arme noch ein bisschen enger am Körper zu haben. Und ja, werdet ihr dann gleich sehen. Gute Position finden. Eng am Körper. Tja, ich weiß nicht, ob das Sinn macht, überhaupt noch einen Satz zu machen, aber einen gibt es gleich noch. So, ich probiere jetzt einfach mal ein bisschen breiter zu fassen. Und jetzt sind wir hier. That's my back. So, they cannot see my back. And then we make a video of that. I think it's good. It's really good. It's good for one to run. And really neat beat as well. Yeah, so, das reicht. Also da war wirklich keine mehr drinne. Zwei Sätze noch. Ja, da war wirklich keine einzige mehr drin. Als nächstes noch ein paar Liegestütze zum Auspumpen und dann reicht es wirklich. So, es geht hier wirklich nur ums Auspumpen. Ganz, ganz leichte Übung. Ich denke, ein so ein Supersatz hier mit normalen und aufgestützten, nenne ich es mal, dann reicht's.
Okay. Kurzes Update mit aufgepumpter Brust. Gestern ein bisschen Butterfly. Und wie man sieht, die linke deutlich stärker. Okay, thank you.